So, ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch. Und in Kapitel 5, Genetik, bin ich angekommen bei 5.2, Zwillings- und Adoptionsstudien, bei 8. Absatz, Untersuchungen zu Zwillingen, die getrennt voneinander aufwachsen, sind eine Kombination aus Zwillings- und Adoptionsstudien und stellen die seltene, aber ideale Untersuchungsform genetischer und umweltbedingter Einflüsse dar. Breit angelegte Zwillingsstudien können Eltern, Zwillinge und andere Geschwister einschließen. Dieser Untersuchungstypus macht es möglich, Mating-Effekte, altersabhängige Effekte und Zwillingseffekte, in Klammern Unterschiede zwischen zwei eigenen Zwillingen und anderen Geschwistern, Klammern zu berechnen. So, ich bezweifle, dass das vernünftig geht. Vor allem, wenn man sich, hier steht in dem Kapitel nur Scheiße drin. So, es geht dann weiter mit dem nächsten Absatz. Tschüss.